Vorher war ja gar nichts hier. Da war ja alles tot, der Hose hier. Ich habe jetzt nicht Geld verschimmelt. Wir hatten vor 6 Jahren die Vision, hier eine Brauerei zu bauen. Und jetzt sind wir hier. Das Bier läuft, wir produzieren fleißig. Ein toller Treffpunkt für die Leute. Hier kann man optimales Wochenende einläuten. Freitag, Nachmittag, Würstchen, ein Brot fürs Wochenende kaufen, frisches Bier. Perfekt. Wir haben es geschafft, trotz der ganzen Schwierigkeiten, Corona, Krieg, steigende Preise bei den Rohstoffen, alles ziemlich unsichere Sache, aber wir haben es durchgezogen. Ja, wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf, wir sind gekommen, um zu bleiben. Könnte ja vielleicht mal ein bisschen öfter auf sein. Nur bei schlechtem Wetter nur nie, aber ansonsten. Wäre gut, wenn es hier einen Raum geben würde. Na? Ja, wäre gut, ja. Wir möchten das hier umbauen und da kommen dann ein paar Lagerräume rein und so. Und hier hinten soll auch eine kleine Kneipe, ein Räumchen, Kaminstube, dass man halt auch drinnen sitzen kann und auch im Winter. Super. Ja, und dann eben auch, dass man hier, dass es barrierefreier ist, ne, für einen Rollstuhl. Ja. Cooler Plan. Ja. Mit Kamin, genau. Der Kamin war bisher noch optional, aber es waren schon mehrere, haben gesagt, der Kamin muss her. Ja. Also wenn wir hier dann die neuen Lagerräume noch haben, neben der Laube und dem Kaminraum, dann können wir hier die ganzen Flaschenpaletten einfach hier annehmen, kommen da schnell dran. Ein größeres Malzlager, um viel auf einmal zu bestellen, ist halt super wichtig dafür, erstens für dieses Ideal, dass wir regionales Malz verwenden können und zweitens dafür, dass wir einfach da bessere Bedingungen haben zum Einkaufen, was uns eben stabiler macht und krisenfester. Da macht man sich gar kein Bild von, wie wichtig das ist, solche kleinen Abläufe effizienter zu machen, damit man dann auch einfach mehr produzieren kann und mehr auch den Kopf frei hat für weitere Pläne und Ideen und auch um einfach die Ideale zu verfolgen, um die es uns geht. Wir wollen Teil der Lösung sein. Wir finden, dass Unternehmen gar nicht dazu da sind, nur Gewinne zu maximieren. Wir sollten die Leute mit dem versorgen, was sie brauchen. Wir sollten positive Entwicklungen fördern. Wir wollen als Betrieb Haltung zeigen für Vielfalt und Demokratie. Und dafür brauchen wir euch. Mit deinem Beitrag können wir uns voll und ganz auf die Umsetzung konzentrieren von unserem Projekt. Wir können uns auf die Umsetzung entsprechend unseren Idealen konzentrieren und mehr von euren Lieblingsbieren brauen. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Macht mit beim Crowdfunding. Für die Biergartenlaube an der Dorfbrauerei.